Komm schon, ist das dein Ernst? Das war jetzt verdammt mies. Grinse, Katze! Ich kenn dich schon. Aus dem Wald. Helf mir! Ich will hier wieder weg. Ich weiß nicht wie. Ich will wieder nach oben. Ich meine, solange hier nichts Bedrohliches kommt, ist mir das alles recht, aber es geht weiter nach unten. Mein Gott, wie tief geht das? Na komm. Na komm! Oh Gott! Gott sei Dank! Diese Dinger, sie symbolisieren in den meisten Fällen ja diese Aufzüge. Scheinbare Wand. Ha! Oh Gott. Nur noch mehr von diesen Schwurbelgeistern. Geht weg! Nein, ich möchte mein Ethan-Level nicht wissen. Gehen wir erstmal hier hin. Und schalten einen... Eine Abkürzung, die wahrscheinlich nach ganz oben geht, oder? Oh ja, oh ja, oh ja, das geht weit nach... Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, das gefällt mir sehr gut. Königlicher Wald. Jetzt haben wir die letzte der Abkürzungen freigespielt. Hey, Mr. Nice Guy, ich bin wieder da. Ich habe meine Banane mitgebracht. Das ist eine schöne Banane, auf sie zu beleidigen. Banause. Gut, das heißt, es ist wirklich der reguläre Weg und wir sollten da wahrscheinlich runterfallen. Trotzdem sollten wir sehr vorsichtig sein bei jedem unserer nächsten Schritte. Ich traue diesem Gebiet nicht. Und ich traue den Scientologen nicht. Wer hat euch geschickt? Oh Gott, was ist das? Was ist da in der Mitte? Wen haltet ihr dort gefangen? Die Grinsekatze? Sie will gerettet werden von mir. Das ist es. Lasst sie gehen! Das ist nicht die Grinsekatze. Das ist Sif. Guck mal, das ist der kleine Wolf Sif. Das ist ja episch. Er braucht Hilfe. Jetzt tut es mir fast leid, dass ich ihn getötet habe. Sif. Sif. Wo bist du hin? Läuternder Turmschild. Sif, es tut mir leid. Ich habe dein Herrchen getötet. Ich konnte nichts machen, er war verdorben. Und ich kann dir sagen, er hat mir ziemlich zugesetzt. So, was ist das für ein Schild? Ein stählerner Großschild entstanden aus der Seele des königlichen Ritters Artorias, der in den Abgrund stürzte. Artorias, der tief vernarbt vom Abgrund war, nutzte ihn, um eine Barriere zu erschaffen, die seinen Gefährten Sif schützen sollte. Gott. Dabei wurde er abgenutzt, doch seine schutzige Magie wurde gestärkt. Das ist eine schöne Geschichte. Sif hat sein Herrchen geliebt und umgekehrt auch. Er wollte Sif beschützen. Wahrscheinlich ist Sif zurückgeblieben und er wurde dann verrückt. Ich meine, warum hätte er sich sonst gegen mich richten sollen? Artorias, ich hätte dir geholfen. Gegen auch was auch immer ich dir kämpfen werde.
Zusammen hätten wir es geschafft, ganz sicher. Und ich weiß jetzt, dass, wenn ich das hier überstehen will, ich stärker sein muss als du. Und das ist wirklich schwer. Artorias, du warst... Du warst ein Guter. Du gehörtest zu den Guten. Es tut mir leid, dass ich... Dass ich dich töten musste. Gehen wir erstmal wieder nach oben. Ich weiß, normalerweise ist der richtige Weg eher nach unten, aber... Zäher Feind. Du schon wieder! Menschlichkeit. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich weiß überhaupt nicht, wo das alles hinführt. Ich muss wahrscheinlich doch erst hier nach unten. Sonst komme ich hier nie wieder hin. Gehen wir erstmal hier lang. Noch mehr von diesen komischen Seelen. Dürften insgesamt recht viele sein, dessen bin ich mir bewusst. Mittlerweile sind die auch ziemlich stark. Ja, ruckel doch, du kannst mich nicht aufhalten. Gib mir Menschlichkeit. Menschlichkeit. Schwarze Flamme. Von Udun. Du kommst nicht vorbei. Ich habe kein nächstes Balkon mehr. Das ist bitter. Aber gut. Momentan ist das hier sowieso nichts weiter als Exploration. Hier geht's nicht weiter, oder? Warum ist die Seele so weit da hinten? Kommen wir da noch überall hin? Are you fucking serious? Gut. Gut. Oh, da ist hinten noch was? Nein. Dann geht es doch oben weiter. Also ich muss jetzt wirklich vorsichtig sein. Also gegen einen Boss kann ich nicht mehr kämpfen. Und davon wäre abzuraten mit 0 Estus-Flakons. Wahrscheinlich muss man den schwarzen Drachen nicht töten, um diesen DLC durchspielen zu können, denn ich denke, dass der Endboss hier wartet. Ah! Kartoffelkopf! Kommt her! So, wo führt das hier oben hin? Ach, hier sind wir runtergefallen. Alles klar, dann sind wir wieder auf den richtigen Weg gekommen. Gucken wir uns also erstmal hier um. Hier haben wir ja schon fast alle getötet. Ich weiß nicht. Hier hinten könnte etwas sein. Na, danke. Schön, dass ihr die ganze Menschlichkeit hier für mich liegen lasst. Da kann man runterfallen. Kann man dort auch runtergehen? Das wäre mir ja persönlich die bessere Variante, denn ich muss Leben sparen. Und ich glaube, ein Licht hätte es auch getan. Ich habe das Gefühl, das könnte hier zum Endboss führen. Irgendwie habe ich Angst. Okay. YOLO! Helf mir, Maske. Helft mir, Maske. Was ist mit diesen Masken? Was macht man damit? Menschlichkeit. Kann man hier wirklich nur runterfallen? Erscheint so. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bekomme ich doch das Gefühl, dass es hier noch verdammt weit nach unten geht. Autsch. Oh Gott. Du hättest hier nicht runterfallen sollen. Du hättest wahrscheinlich... Keine so gute Panzerung wie ich.
Ich finde, man verliert hier oben völlig die Orientierung. Wo komme ich denn jetzt schon wieder hin? Was ist denn das jetzt schon wieder? Hä? Ich hole mir jetzt erstmal neue Estus-Flakons. Das bringt ja so nichts. Den Boss können wir sowieso nicht kämpfen. Die Frage ist jetzt, welches Bannfeuer, welches Leuchtfeuer nehme ich? Theoretisch könnte ich das von der Stadt nehmen. Das ist wahrscheinlich am nächsten. Ja. Ich nehme das von der Stadt. Und wie geht's euch so? Danke. Gut. Danke der Nachfrage. Sehr freundlich von euch. Oh, die ist weg. Sie hat eine Blume dort liegen lassen und... ihren Penis? Nein, das ist unwahrscheinlich. Trotzdem ziemlich merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Leuchtfeuer, du wirst doch nicht um deinen Jungen weinen. Übrigens... macht euch hier nicht menschlich, wenn ihr nicht auf Konfrontation aus seid. Die kommen dauernd alle an. Nur um euch anzugreifen. Das ist scheiße, jetzt kann ich mich ja auch nicht menschlich machen. Um dieses Leuchtfeuer zu entfachen, um mehr Estus-Flakons zu haben. Ich muss es tun. Ich möchte... 15 Flakons. Es geht übrigens bis auf 20 hoch. Das wäre dann die absolute Hardcore-Variante. So, und jetzt beeilen. Beeilung, 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 Beeilung. Entfachen. Das kann nicht so lange dauern. Spuck einfach nur ins Feuer. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Komm, abhauen. Ich weiß, ich bin feige, aber... es gibt echt Leute im PvP hier, die bratzen einen sofort um. Das ist unglaublich, was die können. Die hauen einen Zauber raus und du bist instant tot. Kommen irgendwo aus dem Nichts und schreien Avada Kedavra an dein Face und dann auf einmal Splotch. Das war mal mein Gesicht. Ich bin bereit, was auch immer da unten ist. Und ich bin verdammt mies gestimmt. Wer wollte mich da umbringen? Ich glaube, ich mich selbst. Schlund des Abgrund. Oh, ich brauche ja gar nicht beachten, stimmt ja. Ich kann einfach hier lang gehen. So, welchen Weg bin ich jetzt nochmal gegangen? Ich bin irgendwo hier nach unten. Genau, ich bin. Wow! Wirst du das wohl nachlassen? Ich bin hier lang gegangen. Und habe dann festgestellt, dass. Das verdammt böse ist. Gigantomanos! Scientologos! Oh. Ich darf die nicht mal berühren, sonst verliere ich schon Leben.